Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu einer speziellen Sendung. Ja, vielleicht haben Sie ein bisschen Mühe, uns zu sehen. Wir sind hier ganz weit hinten im Bild. Vielleicht müssen Sie auch aufstehen, gehen Sie ein bisschen näher am Fernsehen schauen. Aber ich habe ganz illustre Gäste hier und ich möchte an dieser Stelle gerade mal schnell anfangen begrüßen. Guten Tag, Herr Rübi. Ja, grüezi miteinander. Ich wünsche Ihnen ein ganz gutes neues Jahr. So klopfen und tätschen so richtig wegen im positiven Sinn. Also es hat mich jetzt riesig gefreut, dass ich Sie gerade antreffen durfte. Jetzt sehe ich gerade im Hintergrund, die Jakambrüder sind auch gerade am Spazieren. Ja, ist einfach schön, wenn die Sonne scheint, muss ein bisschen rausgeht. Ich meine, ja, der Haki erholt sich und ich mich auch von Moskau. Und es ist schwierig, aber wir wandern und freuen uns. Ja, und schön wäre es gewesen, hätte ich die Menschen auch alle angetroffen. Aber ich denke, vielleicht sehen wir uns jetzt mittlerweile im Bild auftauchen. Und dann findet ihr auch raus. Und wer ihn kennt, sollte sowieso wissen, das ist definitiv der David Bröckelmann. Und ich habe ihn jetzt angetroffen auf seinem Hausberg quasi am Spazieren. David, erzähl mal, holst du dir da oben deine neuen Ideen? An wo bist du dran? Bist du einfach am Relaxen? Ja, vor allem ein bisschen. Man ist ja immer, wenn man Leute sieht oder über Situationen nachdenkt, und das tut man beim Laufen und Spazieren, dann ist man immer ein bisschen am Forschen und am Projektieren. Das gehört einfach dazu. Das eine plämpert aus und das neue fängt an. Das ist immer eine Überlappung. Also, es ist immer vor allem ein bisschen. Aber hauptsächlich jetzt sind wir am Spazieren. Gut, du hast gesagt, das eine plämpert aus. Dann schauen wir doch retour. Was hast du alles erlebt in der vergangenen Saison? Du bist ja permanent unterwegs gewesen. Ja, wir haben ein Stück abgespielt, außer Plan. Hat geendet im Mai in Möhlin in der Steinlihalle. Das war echt cool gewesen. Und dann sind jetzt neue Projekte, das neue Stück, das wir schreiben, das ich zusammen mache mit meiner Frau, wo wir dann im nächsten Dezember, und das ist gleich, jetzt haben wir schon Januar, damit rausgehen, oder? Das muss man schreiben, Proben machen, lernen. Dazwischen spiele ich sonst noch Theater. Jetzt haben wir bald Pfeiferle-Premiere und noch Handproben. Und da läuft einiges. Und natürlich haben wir auch noch unsere sonstiges Business as usual. Das sind ganz viele Galas, Firmenauftritte, Kundenanlässe und natürlich auch szenische Stadtrundgänge bei Basel-Tourismus. Du hast jetzt gerade die szenischen Stadtrundgänge angesprochen. Man sieht die Stadt wunderschön im Hintergrund. Wie laufen denn die ab? Die machst du auch zusammen mit deiner Lebenspartnerin? Ja, das ist richtig. Mit der Salome schreiben die selber. Salome macht noch viel weitere Rundgänge mit dem Museum Aargau zusammen auf der Wildecke oben. Die schreibt sie auch selber. Aber die, die wir mit Basel Tourismus anbieten, das ist ein Erdbeber-Rundgang, Nachtwächter-Rundgang und so weiter. Das ist kostümiert, das in historischen Gewändern. Und das ist eigentlich ein szenischer Rundgang, wo man Geschichte und Geschichten zeigt. Und ja, statt dass man es einfach ganz banal erklärt, tut man es in die Szenen einweben und gibt dem Ganzen noch einen dramatischen Anstrich und dann kommt das gut. Ist sehr beliebt bei den Leuten, kann man buchen, kostet 30 Franken und geht etwa eine Stunde. Kann man einfach seine Firma buchen übrigens, aber man kann an die offiziellen Rundgänge gehen. David, du hast auf den Abschluss des Jahres, hat man die gesehen, auch in der Schweizer Produktion, die Jahresendsproduktion, die kann man nach wie vor, glaube ich, noch anschauen. Wie war dort die Zusammenarbeit gewesen? Die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen und den Exponenten dort ist immer sehr, sehr angenehm. Ja, es ist, man schafft ruhig, konzentriert, man kommt, man studiert, man kann den Text und sie haben auch ein klares Bild. Und das ist auch ein bisschen mechanisches Schaffen und braucht einfach viel Konzentration, weil es oft lang geht. Aber super Zusammenarbeit gewesen und lässig kann ich dort dabei sein und ganz viele Rollen spielen. Hat mir Freude gemacht. Das Erlebnis Jacobo und Müller, doch eine von den Flaggschiffen. Ja, ab und zu, bei Bedarf, noch ein, zweimal im Jahr. Auch dort sehr professionelles, ruhiges Arbeiten und sehr kurzfristig alles halt, weil es brandaktuell ist. Und das gehört dazu, das ist ein bisschen der Kick. Und das mischt dann so die normalen Sachen ein bisschen auf. Das finde ich ganz easy so. Wie sagt man denn dem genau, was du so machst? Ist das eine Parodie? Ist das Comedian? Gibt es da einen Begriff dafür? Alles ein bisschen, es ist ein Mix von allem. Also wie gesagt, Parodie gehört natürlich unweigerlich absolut dazu. Aber ich denke, es sind auch Gesellschaftstypen, es sind verschiedene Charaktere. Es ist ein Spiegel von dem, was bei uns in der Gesellschaft so abgeht. Also ein kunterbuntes Potpourri von allem ein bisschen. Ich denke einfach, dass man sich wie immer bei uns kann zwei Stunden lang amüsieren und freuen. Aber nicht, dass man jetzt einen Seelenstrip machen muss. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt gerade irgendwo so eine Paraderolle rausnehmen? Mich verpasst, habe mich schier vor Lachen, wenn du Domino machst. Ist jetzt das etwas, wo du, wenn du so etwas nachnehmen tust, tust du dann das studieren, tust du das 100-mal anschauen, triffst du die Leute auch persönlich? Also, wie geht das? Nein, ich treffe sie absolut nicht persönlich. Das wäre in vielen Fällen gar nicht möglich. Weil es ist ja nicht so einfach einmal für die Leute so, dass sie so zu akzeptieren, wobei sie schon wissen, dass es
dass es eine Nähe ist, aber es ist in erster Linie auch eine Konfrontation mit sich selber und den sprachlichen Schwächen und so weiter. Also man reitet dann auf diese Sachen um, wo eigentlich das, gewisse Sätze, die die Leute sagen, sagen wir dann immer wieder. Und nein, ich schaue sie schon ein bisschen an, ihre Gestus, aber entweder ich kann sie oder ich kann sie nicht. Das merke ich relativ schnell. Gut, jetzt haben wir auf Ende des Jahres die auch noch im Schweizer Fernsehen erleben. Man hat auch noch den Auftritt von dir, von Jacopo und Müller im Kopf. Wie ist dort ein bisschen die Zusammenarbeit mit diesen Leuten? Ich meine, wir sind jetzt hier auf dem Bruderholz, Regio TV Plus, los die Riesen. Nein, es ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Es ist sehr professionell, sehr unaufgeregt. Jeder Kunde kann seinen Text und es ist eine gute, produktive Atmosphäre. Und nicht, wie ich das früher an der Theater einmal kennengelernt habe, immer so ein Geschrei und Streit und so ungute Energie. Nein, es ist sehr professionell und ruhig und fokussiert. Okay, schauen wir doch noch ein bisschen hier in die Region führen. Schauen wir aber auch hier hinten in die Stadt Basel und reden wir noch ein bisschen über Kultur. Wie erlebst du die Stadt im Kulturwesen zurzeit? Längt es oder findest du, Leute geben noch ein bisschen mehr Gas? Ich finde, es ist eine sehr kulturelle Stadt und es ist auch für alle genug rum, wenn man ein bisschen schaut. Es hat sehr viele verschiedene tolle Gleittheater, wir haben auch ein grosses Theater, wir haben sehr viele Museen. Also ich finde es eine sehr kulturell lässige Stadt. Gerade rund um die Fasnacht natürlich findet auch sehr, sehr viel statt. Also wenn man schaut, die vielen tollen Fasnachtsprogramme, die jetzt gerade dann wieder starten, die Stadt lebt, die Stadt ist absolut präsent. Okay, was macht der David Bröckelmann, wenn er seine 56 Vorstellungen vom Pfeiferli absolviert hat? Stürzt er sich dann vehement in Fasnacht oder zieht er sich für 2 Tage zurück? Ich weiss es noch nicht. Also wenn würde mir für 3 Tage zurückziehen, ich lasse das noch ein bisschen auf mich wirken. Es ist ja für mich das erste Mal, dass ich jetzt am Pfeiferli mitmachen darf. Und so wie ich meine Frau einmal in den letzten Jahren beobachtet habe, hat man dann, wenn man sich seit Anfang November mit Fasnacht beschäftigt, vielleicht schon ein bisschen genug. Aber ich glaube, vielleicht ist es gerade lässig, dann mal so unabhängig dann noch mal zu gehen und zu rissen. Kommt ja dann sowieso. Und wenn es dann 3 ist am Montag am Morgen, dann schlüpfen dann gleich in ein Kostüm und stellt sich irgendwie in den Schatten von einer Laterne. Wunderbar, also das wär's gewesen. Ich hoffe, da habt ihr Blausch gehabt ab unserem Walking Talk und bin dann schon gespannt. Da könnt ihr euch an dieser Stelle auch schon bereits anmelden. Ich würde sagen, das Firmum ab jetzt immer rein. David, komm, wir genießen es noch ein bisschen weiter. Ciao zusammen. Dankeschön vielmals.